Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages. Heute zum Thema Kiwi bzw. Neuseeland-Dollar gegen den US-Dollar. Der Neuseeland-Dollar, US-Dollar hier im Daily Chart. Ja, er ist wie erwartet an der oberen Trendkanalbegrenzung bzw. an der projizierten Trendlinie von hier unten abgeprallt. Knapp am Daily 200er IMA. Er hätte ruhig noch ein Stück höher kommen können, auch bis zu 0,6980 hätte ich es ihm durchaus zugetraut, aber dafür hätte die Energie dann nicht mehr gereicht. Er hat es hier nochmal versucht, ein bisschen hochzukommen. Letztendlich war das aber bloß das 61,8 Retracement dieser letzten Abwärtsbewegung, also ein sehr, sehr schönes Einstiegsniveau. Man konnte hier extrem knapp stoppen mit ungefähr 60, 70 Pip und bei einem Kursziel von beziehungsweise einem vorläufigen Kursziel von ca. 250 Pip oder vielleicht 220 Pip ist das nötige CRV auch auf jeden Fall bereits erreicht oder sollte erreicht werden. Ja, die horizontalen Unterstützungen und Widerstände, die sollten natürlich nicht ganz aus den oder auch nicht ganz aus den Augen verloren werden. Und dementsprechend müssen wir natürlich sehen, dass wir auch wirklich einen Tagesschlusskurs heute unterhalb der 0,6710 bekommen. Klar sieht der Tag sehr, sehr bearish aus und wir haben hier auch eine deutliche Krümmung der IMAs. Das wird wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass der Kurs hier durchfährt, ja, aber möglicherweise wird es nochmal zu einer kleinen Gegenbewegung kommen an diesem Punkt. Also jetzt hier irgendwie eine Short oder zu starten, halte ich jetzt für den falschen Weg. Also dafür ist der Kurs jetzt auch einfach zu weit gelaufen, um jetzt vielleicht hier noch die letzten 120 Pip abzugreifen. Weiß ich, ob sich das lohnt. Was viel wichtiger ist oder was ich dann viel wichtiger gestalten sollte, wäre der Retest des Daily 50er, 55er EMAs in Kombination mit dieser abwärtsgerichteten Trendlinie und dem 23,6er Fibonacci Retracement bei ca. 0,6580. Aber das sind eben nur EMAs bzw. diagonale Trendlinien und das ist alles den horizontalen Widerständen Unterstützung untergeordnet. Das heißt, wir könnten auch durchaus eine weitere Korrektur sehen oder eine fortführende Korrektur, beispielsweise in dem Bereich der 0,65 runter, hier zu diesem ehemaligen Widerstandsbereich, der noch nicht getestet wurde. Das würde natürlich ab jetzt noch ungefähr 200 Pip bedeuten, 200 Pip Abwärtsfahrt, beziehungsweise für die neu in den Markt gelegte Short oder ungefähr ein Volumen von 330 bis vielleicht 350, 360 Pip. Ich meine, das Ganze wird höchstwahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten paar Tagen geschehen oder in den nächsten Stunden, dass er hier so durchmarschiert, aber alles in allem ist das schon unterstützt oder beziehungsweise wird das Ganze schon unterstützt durch die Monatspivot Points hier, den R2 an diesem Bereich am 23,6er Fibonacci Retracement, beziehungsweise exakt auf der 0,65 oder knapp unter der 0,65 liegt hier der Monats R1 Pivot Point, beziehungsweise, und da müssen wir ein bisschen ranzoomen, auch der Weekly S2. Also sehr, sehr schönes Kursniveau und sollte sich der Kiwi in diesem Bereich hier stabilisieren können oder eben in diesem Bereich hier, lohnt es sich höchstwahrscheinlich doch einmal die ein oder andere Long Order in den Markt zu legen. Schauen wir uns mal die möglichen Targets an. Dann nehmen wir die Pivot Points doch mal schnell raus. Dazu gehen wir auf den Wochenchart und es hat sich nicht viel geändert an den Kurszielen, die wir bereits im Vorfeld definiert hatten, beziehungsweise die ich bereits im Vorfeld definiert hatte. Das sind zum einen diese Fibonacci-Retracements, die ich hier gerne Stück für Stück abgearbeitet sehen möchte. Also als nächstes dann das 50er Retracement bei ca. 0,6980 und als vorläufigen Höhepunkt sehe ich hier die 0,7150 ungefähr bis vielleicht in den Bereich der 0,72 herauf, 0,7250 beim Weekly 50er, 55er EMA. Hier sollte das Ganze dann stattfinden. Tatsache ist aber, und das fällt sicherlich dem einen oder anderen auf, dass wenn der Kurs sich an diesem Bereich befinden sollte, theoretisch diese abwärtsgerichtete Trendlinie oder dieser abwärtsgerichtete Trendkanal gebrochen sein müsste. Ja, also es wäre eben oder würde eben wirklich das vorläufige Ende dieses großen abwärtsgerichteten Trendkanals forcieren. Wann begann der hier? Im Mitte Juli letzten Jahres. Seitdem war er wirklich hier an der Spitze 2600 Pip gefallen. Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr unsere Short Orders, die wir hier eine ganze Weile mit runter getradet haben. Die sind ja sehr, sehr schön aus dem Markt genommen worden. Aber hier sollte dann, glaube ich, dem Letzten auch klar sein, es hört jetzt wahrscheinlich auf, dieser Abwärtstrend, und wir müssen uns mal mit den neuen Gegebenheiten auseinandersetzen. Bis wir hier oben sind, wird sicherlich noch einige Zeit vergehen. Ich schätze mal so 2, 3, 4 Monate vielleicht, bis wir hier oben uns an diesem Kursbereich befinden. Schon alleine, wenn wir diesen Trendkanal einfach mal weiterzeichnen. Ja,
Rein von der Geometrie her sehen wir das schon. Ich mache es jetzt bloß mal grob. Wir würden hier ungefähr in diesem Bereich hier landen, beziehungsweise den die 6180 Retracement treffen. Und das wäre eben erst so im Januar, Februar nächsten Jahres. Ist jetzt aber ein bisschen Spielerei. Kann man ja so genau auf den Tag eh nicht abschätzen. Die Frage ist nur, wenn dieser Trendkanal, dieser abwärtsgerichtete Trendkanal, nur diese Trendlinie ist ja jetzt kein nichts so Markantes oder nichts so Schwerwiegendes, gebrochen ist, bedeutet das dann, dass dieser generelle Abwärtstrend erst einmal in eine größere Gegenbewegung übergeht? Oder hat das nichts weiter zu sagen? Ist diese Trendlinie halt einfach gebrochen? Okay. Und dann können wir uns weiter konzentrieren auf die nächsten Kursziele bei 0,85, bei 0,58. Das müssen wir eben sehen, wie sich die ganze Situation entwickelt. Vor allem natürlich auch, welche fundamentalen Grundlagen wir dazu benötigen würden, ja. Zum einen müssen natürlich die RBNZ und die RBA, also die beiden pazifischen Zentralbanken, ein bisschen die Füße stillhalten, um hier weitere Aufwertungen des Neuseeland-Dollar und des Australisch-Dollar, US-Dollar oder des Australisch-Dollar im Allgemeinen zuzulassen. Und zum anderen wäre es natürlich gut, wenn der Dollar zusätzlich geschwächt werden würde. Und in diesem Zusammenhang könnte ich mir beispielsweise vorstellen, ich hatte es ja schon mal erwähnt, so ein viertes QE in den USA, also ich halte es nicht für unmöglich. Aufgrund der sich nicht wirklich stabil entwickelten Arbeitsmarktlage. Die Zahlen sind mehr als geschönt, zum Teil auch wirklich falsch. Und da gehen bei mir alle Alarmglocken an, wenn ich mir die Euphorie und diese ganze Dollar-Euphorie der letzten Monate anschaue. Das ist wahrscheinlich alles bloß ein bisschen durch Nebelkerzen gezündet worden. Und ich möchte eigentlich mein Blick ein bisschen über den Tellerrand hinaus strecken. Und deshalb müssen wir alle Eventualitäten ins Auge fassen, so absurd sie vielleicht klingen mögen, ja, und so unwahrscheinlich sie vielleicht sein mögen, ja. Aber es könnte eben durchaus sein, dass wir auch über diesen Weekly 50er, 55er EMA drüber steigen. Das wäre nichts Verwerfliches, wenn wir den Interesse. Klar, natürlich mit einer massiven Korrekturbewegungen nochmal, einfach einem starken Abpraller an diesem EMA, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass wir den nicht brechen sollten, weiß ich, da gibt es doch gar keinen Grund dazu. Klar kann der gebrochen werden. Ja, ein Rücklauf vom 50-Retracement, wie es hier der Fall ist, zurück zum 23,6er zum Beispiel, oder darüber hinaus sogar, das ist nichts Ungewöhnliches, wäre natürlich auf dem Weekly-Chart oder auf dem Monatschart einfach eine sehr, sehr massive Bewegung. Aber es ist eben nicht unmöglich. Und deshalb möchte ich hier auch die Long Orders nicht unbedingt sofort rausnehmen, sobald wir diesem Widerstand begegnen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht die ein oder andere Long Order noch länger mit im Markt belassen. Aber gut, das ist jetzt alles, wie gesagt, Utopie, das ist noch nicht real. Es kann durchaus sein, dass die fundamentale Lage es eben gar nicht zulässt, dass der Kurs so weiter steigt. Ist jetzt bloß mal als Info, dass es eben nicht in Stein gemeißelt ist, dass das Ganze hier auf diesem Kursniveau wieder massiv bergab fährt und dann sofort das 61.8er-Retracement trifft. Bloß mal so, um das Ganze festzuhalten. Aber wenn es die entsprechenden Handelssignale gibt hier oben, dass es dann short gehen sollte und auch die entsprechenden fundamentalen Grundlagen dafür gibt, kein Problem, gehen die Long Orders raus und dann wird hier weiter Short geplant. Da bin ich der Letzte, der sich dagegen sträubt und sich hier in irgendeine Kursrichtung verliebt. Bloß mal so. Zum Schluss noch der Hinweis: Heute 19:30 Uhr findet ein Webinar mit mir statt, diesmal direkt von Active Trades organisiert. Es findet diesen Monat eins statt, nächsten Monat und übernächsten Monat findet auch noch eins statt mit wechselnden Themen. Heute lautet das Thema Rohstoffmärkte im Umbruch, Chancen nutzen. Wir können uns das mal anschauen, wo ihr das findet. Und zwar hier auf der Active Trades Seite, hier im Bereich Academy und bei Webinaren. Wir öffnen das mal kurz und da bin schon ich. Hier 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr. Ihr könnt euch hier einfach anmelden. Ist wie immer kostenlos, so ähnlich wie meine U-Trading-Webinare am Dienstag. Und ihr seid natürlich wieder herzlich dazu eingeladen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen erfolgreichen Handelstag. Vielleicht höre ich den einen oder anderen heute Abend. Bis dahin wünsche ich viel Erfolg und verabschiede mich bis morgen. Tschüss.